radio tower on the ship. Yeah, and a shitload of Voss's leeches. Ow! Oh. Wow, der Typ legt aber los. Ja, Jason Brody ist sauer. Dabei ist der Typ gar kein Held eigentlich. Ist es wieder einer dieser unterhemdtragenden Bruce Willis-Verschnitte, die einfach unfreiwillig in so ein Abenteuer reingezogen werden, obwohl sie nur in Ruhe Weihnachten feiern wollen? So ungefähr. Jason Brody ist eigentlich Zivilist oder Fotograf, weil er hat eigentlich vorhin gesehen, hat seine Kamera benutzt und ist auf diesem Eiland gestrandet und seine Freundin ist verschwunden. Laut den Entwicklern ist Jason Brody ein Kerl, der eigentlich nicht weiß, wie man überlebt und das Ganze erst schmerzhaft lernen muss. Also der Typ, der das hier spielt, der hat das anscheinend schon ein bisschen länger gelernt. Aber gegen wen kämpft er hier eigentlich? Wieso soll man denn hier diese Einheimischen da platt machen? Ja, so richtig weiß man das nicht genau. Das ist eben dieses Eiland, das überflutet von Terroristen, die Einheimische drangsalieren und sich dir in den Weg stellen. Angeführt werden sie von einem total Verrückten namens Vaas, den kennt man vielleicht aus vorherigen Videos. Das ist so dein typischer Psychopath, wie du ihn vielleicht aus Filmen kennst, so Apokalypse Now oder so. Ah. Was man jetzt hier leider nicht sieht, ist, dass es typisch Far Cry möglich sein soll, verschiedene Situationen auf verschiedenen Wegen anzugehen, also schleichen, kämpfen und so weiter. Ja, also das Ding ist ja schon ein klassischer Shooter, aber es bietet sehr viel mehr Freiheiten und auch sehr viel offenere Umgebungen als andere Genre-Kollegen. Es ist ein Open-World-Shooter. Ja. Und das hat der letzte Teil ja schon ganz okay gemacht, aber er hat so ein paar Designideen gehabt, die waren einfach ganz furchtbar, sage mal Checkpoints. Oh ja, mit diesen wiederkehrenden Wachen, die immer wieder gespawnt sind, ganz furchtbar. Aber man hat es gerade gesehen, man kann auch Auto fahren. Also es wird vom Konzept her schon so wie Far Cry 2, nur angeblich streichen sie all die Fehler von früher raus. Na klar, das sagen sie alle. Ach, jetzt lernst du übrigens gleich noch einen Verrückten kennen. Könnte dein Papa sein. Hallo? Daddy? Daddy! See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grid. Mein Vater hat die gelben gemocht. Everything is excellent, really. And not the yellows. Don't take them. They're liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Earnhardt here. Or in and out, as the case may be. Hat's ja gerade gesagt, das ist Dr. Earnhardt, komplett, ich glaube, zu viel von seinen eigenen Pillen genommen. Das ist ja ganz witzig, diese schon eher verstörenden Dialoge, die man hier hat im Spiel und diese etwas leicht merkwürdigen Charaktere. Das könnte dem Spiel Würze verleihen, noch bin ich aber nicht sicher, ob das so wirklich zum Shooter passt. Ubisoft benutzt für diese tollen Gesichtsanimationen ein System namens Performance Capture. Das ist praktisch Motion Capturing 2.0, weil die Gesichter und die Mimik auch mit aufgezeichnet werden. Und so entstehen dann diese vollkommen durchgeknallten Psychopathencharaktere. Ist mir auf jeden Fall lieber als irgendwie der klassische Soldaten-Grunt, der in der Ecke steht und sagt, Sie haben die Basis übernommen, wir müssen zurückfeuern und den Colonel retten. Ja, Ubisoft hat auf jeden Fall einige ziemlich abgedrehte Ideen, wie folgende auch, weil der Held wird nämlich in eine Höhle geschickt, um für Dr. Earnhardt ein paar Pilze zu besorgen. Leider tritt er selber aus Versehen auf ein paar von diesen Dingen und atmet ein paar Sporen ein. Und was jetzt passiert, ist für ein Videospiel doch recht ungewöhnlich. Das ist sehr schön. Ja, und liebe Leute, ihr spielt das wirklich. Das ist kein Scherz. Da werden Erinnerungen an diese klasse Szene aus Arkham Asylum wach. Für mehr psychoaktive Pflanzen in Videospielen. Absolut. Und das ist doch schön, dass die Franzosen sich immer so ein bisschen mehr trauen als die anderen Spieleentwickler, was das Kreative und Wagemutige in Spielen angeht. Das mag ich sehr. Ja, es könnte, wie du schon gesagt hast, dem Spiel auch so eine eigene Würze verleihen. Im Kern geht es aber, wie man hier sieht, einfach nur um fette Ballereien. Und ziemlich gut gemachte Sequenzen. Ja,
Ja, nee, gefällt mir sehr gut. Ich frage mich halt noch, ob diese geskripteten Sequenzen wie die hier und die offene Spielwelt gut zueinander passen, ob das alles gut ausbalanciert ist und nicht frustriert, aber geil, gefällt mir. Ja, wenn wir sehen, du, und solange es noch mehr von diesen wunderbar verrückten Psychopathen im Spiel zu sehen gibt, freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, toll, dass Daddy dabei ist.